da, das ist auch ein Kreuz, oder? Aber der Heiland erscheint eigentlich separat. Und so ist es auch so, es ist ja nicht er, sondern in dem Moment erscheint Gott hier über dem Altar. Und da sah ich einmal, wie aus dem Herzen Blut strömte in den Kelch. Und ich war entsetzt, weil es ging überaus. Kostbares Blut, einfach so. Zuerst dachte ich, ich habe etwas Furchtbares gemacht. Aber dann war er da und sagte, schau, schau gut. Das Blut strömte hinaus, zuerst mal über die gläubigen Anwesenden, dann ging es hinaus, bis die ganze Erde erfüllt war und blutchristig. Und was habe ich dabei gesehen? Schon hier in den Gläubigen. Sie wurden voll vom Blute übergossen und wenn das Herz zu war, floss es wieder weg und sie blieben staubtrocken zurück. Die aber, als das Herz öffneten für das, füllte es das Herz. Wisst ihr, es gibt so viele Leute, die meinen, sie seien fromm und machen immer dasselbe, im ganzen Leben Frömmigkeitsübungen. Das ist falsch, da bist du stehen geblieben. Die Heiligkeit in einem Menschen, die ein Heiliger Geist gibt, muss immer fortlaufend, oder wie habe ich, da eine Notiz gemacht. Es genügt nicht, fromm zu sein, denn es muss stetig wachsen. Es muss Fortschritte geben. Oder glaubt ihr, dass Gott einmal sagen muss, ja, 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 du kannst nicht mehr besser werden. Du kannst nicht frömmer werden. Ich kann dich nicht frömmer machen. Gott will nicht in erster Linie eine öffentliche Andacht oder irgendwelcher Art. Es sei denn, es ist voll Liebe. Gott will die Liebe. Er will das Herz. Sagte nicht der Heiland auch zum Philippus? Philippus sagte, zeig uns mal den Vater, dann können wir glauben. Sagte der Heiland, Philippus, so lange bin ich schon bei euch. Ihr kennt mich immer noch nicht. Wer mich sieht, sieht auch den Vater. Es ist einfach den Fehler und viele Theologen, ich bin kein Theologe, ich habe es von oben bekommen, weil vielleicht bin ich zu dumm, aus Büchern was zu lernen. Deshalb hat er es mir so gegeben. Die Theologe, das heißt Gotteswissenschaft. Und da muss ich manchmal in mir sagen, ihr seid verrückt. Was wisst ihr denn schon von Gott? Wollt ihr mit eurem Menschenverstand Gott verstehen? Erst wenn du erkennst, dass du Gott nicht erkennen kannst, hast du ihn erkannt. Soweit es Menschen möglich ist. Er ist sicher. Er hat überhaupt keine Liebe, Gott. Was erzählt man da immer die ganze Zeit? Er ist die Liebe. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir haben vielleicht Hunger oder was ich weiß, oder auch Liebe zu Gott. Aber Gott ist die Liebe. Eine flammende Liebe, eine ohne irgendwo ein paar kleines Stückchen Pause oder was. Er ist nur Liebe. Aber dann passt auf. Das habe ich in meiner zweiten Entrückung kennengelernt. Er ist ja unfassbar majestätisch. Gerecht. Da geht keine Mücke dazwischen durch. Er ist gerecht und auch majestätisch. Und diese Majestät, das rede ich jetzt von mir aus, die kann ich nur ertragen mit der Liebe. Die Liebe ist frech genug, Gott gegenüber. Und es scheint mir, er möchte es auch so.
was ich sehe mal da, das sehe ich nicht mit diesen Augen, sondern es geschieht inwendig. Und inwendig gibt viel ein lebendigeres Bild, als wenn ich jetzt das anschaue. Obwohl das auch dich beeinflussen kann, im positiven Sinne. Das war ein Neupriester, der war kürzlich, das ist bei mir so irgendwie 40, 50 Jahre. Der hat hier, die zweite, dritte Messe gefeiert, ich kannte den. Und ein Freund von ihm hat während der Wandlung Foto gemacht. Und als es dann entwickelt wurde, kam das im Vorschein mit dem Highlander. Und genau so ist es, meine Lieben. Die, welche sagen, ich drehe dem Highlander den Rücken, ich habe ihn ganz gern hinter mir, so wie auch den Schutzengel auch, dann bin ich sicher. Und er erscheint immer so, der Altar ist, wie der Priester steht, wenn er gläubig ist. Ich sage noch einmal, Gott will Liebe. Und man, es gibt viele, die sagen, Moin, noch mehr. Sie können nicht mehr fromme. Nein, das ist nicht. Gott will Liebe. Und eben, viele versuchen vielleicht, mit schrägen Kopf oder so zu Gottesmutter gehen oder so. Meine Lieben, das alles hilft dir nicht, dass du größere Liebe bekommst. Du musst sie erbeten. Du kannst nicht selber eine Liebe zu Gott, sondern nur Gott kann sie dir geben. Und ich habe immer wieder gebeten, um Liebe habe ich immer gebeten und ich habe Gott auch immer wieder gesagt, jahrelang, Herr, lass mich dir eine Freude werden oder sein. Apostel Johannes hatte mal dem Heiland gesagt, gib mir bitte mehr Liebe. Da haben die anderen Apostel gesagt, bist du total verrückt? Wieso? Warum kannst du das nicht sagen? Heiland hat gelächelt und gesagt, oh doch. Gott kann man ja nicht ausschöpfen, oder? Aber Liebe, ich warne euch, diese Liebe, nichts kann einem einmal auch wieder so wehtun wie Liebe. Denkt einmal, Mann und Frau, verheiratet, man liebt sich, ganz sicher am Anfang, hoffentlich. Und dann, wenn der eine plötzlich negativ oder böse wird zum anderen, das schmerzt doch. Wenn jemand, der liebt, die Liebe zurückgewiesen wird. Eltern, die das Kind lieben und das Kind wird krank, tut den Eltern manchmal mehr weh als dem Kind. Also mir geht so. Da denkt man manchmal, ach, Herr, kannst du das nicht mir geben? Ich ertrage es, aber das Kind leiden sehen. Je mehr die Geschöpfe gut und rein sind, umso mehr nähern sie sich dem himmlischen Geistern. Jetzt hört, je mehr aber eine schlecht ist, verdorben und schmutzig ist, umso mehr entfernt er sich von Gott und den Engeln, die sich von ihm zurückziehen, da der Betreffende für sie ein Gegenstand des Ekels und Abscheus geworden ist. Warum darf man das sagen? Weil wenn jemand eben schmutzig und böse ist, hat er den Geruch der Hölle an sich.